Dieses Spiel hat keine Altersbeschränkung. Wir wünschen euch allen viel Spaß. So. Ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass der Winter endlich mal vorbei ist. Oh, die Kühe sind soweit. Sehr gut. Dass wir endlich unsere Felder wieder umgraben und so die Feldfrüchte einsehen können. Dann gucken wir mal, was uns die beiden Felder hier oben bringen. Die Apfelplantage, die wird ja auch wieder so roundabout 180 bis 200 Tage brauchen, bis die soweit ist, dass die Äpfel geerntet werden können. Ja. Okay, Pommes schreibt, ich glaube, Autoverkauf geht noch nicht richtig. Die Sachen werden zwar abgeholt, aber man bekommt kein Geld. Um ehrlich zu sein, ich habe da noch gar nicht drauf geachtet. Sie werden abgeholt, ja, das weiß ich auch. Ah, du hast recht. Bis jetzt haben wir plus nur von den Pumpkins, also von den Kürbissen gemacht. Windradprofit. Da, 68.000, ja. Das ist doch mal was, wa? Ja, okay, Chicken. 150 Forest Maintains. Keine Ahnung. Also wir machen momentan so um die 60.000 mit den Windrädern im Monat, ne? Das ist schon mal ordentlich. Und ja, du hast vollkommen recht, die Kühe haben wir hier verkauft. Wir kriegen von irgendwelchen Verträgen, also gut, da haben wir wahrscheinlich irgendeine Aufgabe erfüllt, da haben wir das Geld bekommen. Na gut, hier haben wir die Windturbinen gekauft, wie auch immer, also Windräder. Nö, also jetzt, so wie es aussieht, die Sachen, die per Autotrade abgeholt werden, tatsächlich bringen kein Geld. Okay, interessant. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, was würden uns die Eier denn bringen hier? Wow, 160. Ah, 1000 immerhin. Ach komm, verkaufen wir auch, ist eh bald soweit. Sonst wird die Milch schlecht. Und das will ja keiner. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, weil... Ich meine, so stark ist der Preis des Honigs noch nicht gesunken. Und gerade mal so... Nein, wir haben nur 198 Einheiten. Aber 3500, naja... Sollte die Nachfrage im Winter nicht steigen nach Honig? Wegen Tee und so? Naja, was soll's. Wir gehen wieder weiter auf Schnellvorlauf. Die sind auch noch nicht so weit. Das dauert auch noch ein bisschen. Wie ich mein Glück kenne, sind die genau dann so weit, geerntet werden zu können. Oder sind genau dann erntereif, wenn wir die Felder weitermachen können und das Wetter besser wird. Weil wir haben jetzt schon langsam März. Hey, wir hatten gerade... Naja. 28. hatten wir gerade noch. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Willkommen in der Zukunft. Ja, tut mir leid, ist gerade ein bisschen langweilig, weil wir nichts großartig machen können, außer zu warten, dass der Winter fertig oder vorbei ist. Ja, komm, wir können noch einen einstellen, das können wir ja machen. Wir stellen einen ein. Wir stellen am besten jemanden ein, der Kraft hat und Trecker fahren kann. Wunderbar. Den nehmen wir. Dann nehmen wir direkt noch jemanden. Wen haben wir denn noch? Okay, weil wir haben noch gar keinen wegen, der gut Bäume pflanzen kann, damit umgehen kann. Warte mal hier. Nehmen wir sie noch. Zack. So. Und man könnte mal drüber nachdenken, einfach mal probeweise die Silage zu bauen. Habe ich jetzt das Richtige gewählt? Moment.
Ja, hier, das ist Silage. Dann bauen wir das Ding einfach hier. Nein, so nicht. Wir bauen das Ding. Bauen wir hier hin. Bauen wir hier hin. So, da bauen wir es hin. Wunderschön, so mag ich das. So. Okay, warte mal. Pommes hat geschrieben, wir haben beim letzten Let's Play geschaut, was sich mehr lohnt, Silage oder Gras. Aber die Silage wird nicht in Kilo, sondern in Einheiten gerechnet. Und die Produktion macht aus 100 Kilogramm Gras oder Stroh 300 Einheiten Silage. Ich glaube, das lohnt dann doch. Okay, ja, sehr gut, dass ich gerade gebaut habe. Ja, aber beide dieselbe Idee, hör mal. Ich wollte es jetzt einfach mal ausprobieren. Aber ich habe, glaube ich, keinen. Nee, habe ich nicht. Das heißt, wir müssen eh noch jemanden an hier nicht. Die sind voll. Da haben wir noch Platz. Wir müssen eh noch jemanden einstellen, der damit vertraut ist. Das müsste sie doch hier sein. Quantity of Products, Manufacturing Factories, ja, das müsste das so eigentlich sein, ne? Wenn das darunter zählt, dann nehmen sie einfach mal. Was hat sie hier? Das sind noch einfach nur Pflanzen. So. Wunderbar. Packen wir sie hier rein. Naja, das Problem ist jetzt, holt sie natürlich aus unserem Lager. Das quasi das Futter von den Kühen. Und macht uns daraus Silage. Wir können jetzt die Felder wieder weiter bebauen. Ja, obwohl, nee, können wir noch nicht. Schade. Bombe schreibt, ich freue mich so auf Release. Und dieser Hummel schreibt, also die Fiene, hallo, ich werde leider noch etwas in Beschlag genommen. Ja, die Fiene ist gerade unterwegs. Wie bereits eben erwähnt, unsere zwei Kinder sind leider sehr angeschlagen, sprich krank momentan. Deswegen ist die Fiene auch nur partiell dabei heute. Leider. So. Ah, Fine schreibt, ich kann nicht Tomaten ernten. Ja, sie hat doch vollkommen recht. Das gute Gewissen aus der Ferne. So. Oder meine bessere Hälfte. Pommes schreibt, Silage ist auch Futter. Die Kühe sollen sich nicht so anstellen. Ja, okay. Warte mal. Ja, Tatsache, sie fressen ja auch Silage, ne? Wir haben kein Gras mehr. Oh ne, hier Quatsch, hier ist nur Weizen drin. Oh, wir haben kein Gras mehr. Alles klar, das heißt, wir bauen auf jeden Fall noch ein Feld, auf dem wir Gras ansetzen werden, damit wir hier quasi auch unsere Silageproduktion anfeuern können, sozusagen. Da wir hier eh gleich Weizen draufsetzen werden, wir auch Strohballen haben. Nur mit den Crops muss ich mal gucken, da bin ich jetzt noch nicht so ganz sicher. Fine schreibt und sie sind doch noch ganz happy mit dem Futterbalken. Ja, du meinst die Kühe wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Oh, kein Korn mehr. Wir haben kein Korn mehr. Wir kaufen schnell Gras und Korn. Wir kaufen Gras.
Nein, das ist übertrieben. Kommt, mach weg. So, das kaufen wir so. Und Korn wollte ich haben. So, das sollte reichen. Wieso ist das jetzt wieder so schön? Fliederfarben. Interessant. Okay, die sind auf jeden Fall hinüber. Da steht es ja auch. Gestorben oder kaputt. So, wir können hier weiter einpflanzen. Tatsache? Nein, können wir nicht. Okay. Warte mal, was haben die? Die haben doch nicht. Jetzt bin ich gerade... Na, geh weg. Was ist denn jetzt los? Ich kann das Fenster nicht mehr wegmachen. Okay, jetzt geht's. Die haben noch gar nicht die Apfelbäume hier eingepflanzt. Die haben jetzt angefangen damit, dann haben sie abbrechen müssen, weil es Winter wurde. Und jetzt sagt er mir, das wächst. Das ist nicht deren Ernst, oder? Das muss ja ganz Feld wieder abbrechen. Oh, nee. Und tschüss. Bye, bye. Ja, Spaß gemacht, war ein schönes Feld, so. Und die ganzen Schmufen vorne. So, jetzt gucken wir ganz kurz, was wir hier noch machen können. Hier müssen wir jetzt... Ach, wer kann man noch? Wir bauen uns doch ganz schnell eine Garage. Weil ich will einen zweiten Flug haben. Ach, schade. Das dauert mir nämlich zu lange hier. Ah, das ist aber auch blöd. Da laufen die immer so lange, ne? Dann bauen wir hier unten hin. So, zack. So, gucken wir ganz kurz. Der Pommes schrieb. Ne, erst die Fiene schrieb, was machen die Windräder? Ja, die Windräder, das eben verpasst, die machen richtig Profit. Um die 60.000. Der Pommes schrieb, bei einem Kollegen von dir habe ich im Let's Play gesehen, dass er Tomaten, Kürbisse, Pfirsichen, Klammern, ja, im Autotrade hatte und er war nach einem Jahr pleite. Also deswegen bist du auch da auf die Idee gekommen, dass du kein Geld dafür bekommst. Und deswegen ist das aufgefallen, ja. Das geht schnell leider bei dem Spiel. Deswegen wollte ich dich warnen wegen dem Autotrade. Ja, vielen Dank übrigens. Daraufhin Fiene, er hat doch die Windräder. Und nochmal Fiene, man muss ja auch... Nein, Quatsch, man muss aber auch noch verkaufen. Die Dinger gehen ja um. Lag das im Autotrade? Ja, wir haben die eben tatsächlich, oder ich habe die eben verkauft. Ich spreche schon die ganze Zeit immer mit wir, wobei du ja gar nicht da bist. Aber schön, dass du im Chat unterwegs bist. Hallo Fiene! Ja. Hat aber nicht viel gebracht. Wir können mal ganz kurz gucken, was jetzt momentan hier unsere Eier und die Milch machen. Die Milch, sprich, nee, Quatsch, die Eier, die halten sich noch bis April. Ja, wenn wir jetzt mal hier gucken, wow, 282, geschenkt, so. Und die Milch, 12.04., ja, komm, die verkaufen wir auch. Da kriege ich ganze 400 für, wow. So. Unsere Garage ist fertig, das heißt, ich werde jetzt mal ganz schnell einen zweiten Flug kaufen. Unten. Oh, Kultivator auch. Nee, komm, das lassen wir. Das lassen wir. Wir wollen es mal. Ja, wir wollen das Feld zerstören und neu anpflanzen. Hallo? Achso, der erste Flug ist noch unterwegs, sehe ich gerade. Alles klar. Das erklärt's. Der zweite ist noch nicht eingetroffen. Ja, wollen wir. Jetzt müssen wir kurz warten, bis der Flug wieder verfügbar ist. So. Dann können die da oben auch direkt anfangen, das Feld zu pflügen, umzupflügen.
Okay. Wir warten auf den zweiten Flug. Wobei, hier könnte ich eigentlich auch schon mal anfangen, das Feld nochmal zu kultivieren. Der zweite Flug ist eh noch nicht da. Und da kommt er auch gerade, wunderbar. Ja. Ich hoffe, dass, aber diesmal sollte es locker aufgehen. Wir werden bis Mai die Felder, die Saat eingesät haben und dann auch anfangen, schnell die Gifte noch aufzubringen. Und dann sollte das doch dieses Jahr klappen, problemlos, hoffe ich doch mal. So, die sind fertig. Flügen wir das auch direkt um. Dann kann hier oben direkt... Oh nein, das wollen wir nicht. Kultiviert werden. Mal guck mal hier. Wir brauchen... Ah, warte mal, weißt du was? Wir kaufen... Wir haben noch genug Dünger hier. Also Kuhdung. Wir kaufen uns einfach mal einen Düngerstreuer, der Mist, oder einen Miststreuer, so. Wo ist er? Das war der Autolader, das ist es nicht. Der hier war, das ist er doch, oder? Ne, ist er nicht, okay. Manual. Ah, komm schon. Ich hätte schwören können, das ist der, aber naja. Trailer with water. Doch, das muss der aber sein, oder? Self-loading Trailer. Planter. Ne, hier ist er. Da ist er. Den habe ich gesucht. Den kaufen wir auch direkt. Damit wir auch nicht immer das chemische Zeug kaufen müssen. Mal gucken, direkt, was auf die Silageproduktion macht. 300... Ich versuche gerade die Anzeige zu verstehen, sorry. Wir gucken einfach mal, wie viel Silage wir jetzt in dem Monat gemacht haben. Wir haben angefangen irgendwann gegen März. Storage for Silage, da haben wir es gebaut hier. Unser Silage-Silo. Da steht aber nichts bei. Ich verstehe noch nicht ganz, warum er mir dreierlei Silageanzeigen angibt. Oder ob er mir damit einfach nur sagen will, warte mal, wenn ich jetzt hier hochgehe. Nee, ach, keine Ahnung. Eigentlich wäre ein normales, also ein einfacher Output irgendwie interessanter gewesen in dem Falle. Anstatt mit den... Wahrscheinlich können wir hier Produktion ein bisschen steigern noch. Aber ich verstehe nicht, warum er das pro... also für Grascrops und für die Strohballen ausgibt, deswegen. Oder ob er das alles nachher aufaddiert? Ach, keine Ahnung. So... Wenn wir jetzt noch einen Trecker hätten, aber naja. Der blaue Balken muss voll sein, sagst du? Da tut's ja ja nichts, wa? Okay. Ach so, jetzt glaube ich, habe ich es begriffen.
Alles klar, das heißt, er braucht gar nicht alle drei Sachen, sondern der kann mit jedem einzelnen quasi Silage herstellen. Das würde auch erklären, warum, wenn der Blaubalken dann oben vollläuft, dass er dann quasi aus Gras 375 Einheiten Silage gemacht hat, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ich bin halt so ein bisschen, ich war deswegen verwirrt, weil bei Farming Simulator muss man nämlich die drei Sachen zusammenmischen, damit man überhaupt Silage fahren kann. Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. So, Pommes schreibt, und wenn du 100% auf Gras machst, geht das schneller. Alles klar, dann machen wir das doch. Macht doch eigentlich am meisten Sinn, wo ich das gerade verstanden habe, weil wir kriegen mit Gras einfach viel mehr Silage. Und der weitere Vorteil ist, wenn wir jetzt endlich gleich nochmal ein Feld anbauen mit Gras, können wir auch ganz viel Gras ernten, dann haben wir null Probleme mit der Produktion. So. Ach Gott, ich kaufe mir noch einen Trecker. Das dauert mir sonst zu lange. Wir haben es ja. Wir machen so viel Geld, wir können es uns leisten. So. Achso, und dann brauche ich noch am besten noch einen Parkplatz. Hahaha. Wir brauchen ja noch. Wir brauchen auf jeden Fall noch den Rasenmäher. Oder den Rasenmäheraufsatz. Mähaufsatz, wie auch immer. Und noch einen Parkplatz. Und dann brauchen wir noch eine Heuballen- oder Strohballenmaschine. Oder Ballenmaschine, wie sagt man dazu? Und noch einen Zetter. Und noch einen Anhänger. Und. Also dafür, dass wir nur das Experiment mit Windrädern machen wollten, läuft das verdammt gut momentan, muss ich dazu sagen. Gefällt mir. Ah, und Pommes, vielen Dank übrigens für den Tipp. Wie gesagt, ich hatte in Erinnerung gehabt, man muss alles drei zusammenmischen. Ja, vielleicht habe ich es auch echt nur falsch im Kopf. Aber das macht Sinn, dass du sagen kannst, nee, ich will nur mit Gras, nur mit Crops oder nur mit den Heuballen, Strohballen. Das macht Sinn. Also so macht die Anzeige zumindest Sinn. So, was waren unsere Tomaten? Unsere Tomaten sagen 35 Tage. Die sind immer noch am Ernten. Wow. Okay, und so, unsere Garage ist fertig. Wir kaufen es noch schnell, bevor ich es wieder verdränge. Einen Anhänger. Den brauchen wir auf jeden Fall. Oh, da fällt mir gerade was ein. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall so einen Anhänger. Wir brauchen nämlich auch noch einen Mähdrescher. Boah, sind die teuer geworden. Okay, machen wir gleich. Also, das Mähwerk hatten wir uns ja eben schon gekauft. Das heißt, wir brauchen noch die Ballenpresse. Die Ballenpresse. Was hatte ich eben noch gesagt? Wir brauchen noch den Anhänger, hier den hier und den Zetter. Oh. Hier haust das Geld, es wird alles rausgeworfen momentan, so. So, jetzt brauche ich noch einen Parkplatz, gell? Ja, nee, ist toll. Willkommen beim Parkplatz-Simulator. Achso, Bommes schreibt, nur einen Heuwagen, keine Ballenpresse für Gras. Ja, ist richtig, aber ich habe hier oben noch ein Weizenfeld. Und da kann ich dann auch Heuballen, oder werde ich auf jeden Fall noch Heuballen machen. Apropos Weizenfeld, ich sollte hier mal weitermachen. Unser Düngerstreuer ist ja jetzt da, das heißt, nicht drüber nachdenken. Das heißt, wir können jetzt auch hier quasi unseren eigenen Dünger aufs Feld auftragen. Dann machen wir hier den gute chemische Zeug drauf, damit es etwas schneller geht. Und hier muss noch kultiviert werden. Wunderbar. Dann haben wir da auch noch Vakanzen frei. Dann sollen die es auch direkt machen. Hier oben müssen wir gleich auch noch umgraben. Und ach ja, jetzt haben wir zu tun. Jetzt geht's langsam voran. Ja, wunderbar.
Was macht der jetzt? Achso, klar. Dünger holen, alles klar. So. Der kultiviert das Feld, der bringt jetzt unseren Dünger auf oder unser Mist sozusagen. Nee, ne? Oh nee, das, wie ich das hasse. Der Trecker hat quasi gerade das Zeitliche gesegnet. Den müssen wir jetzt reparieren. War ja klar. Den haben wir doch erst. Also den haben wir doch im letzten Winter zweimal reparieren lassen. Na gut. Egal. Hier wollten wir den chemischen Dünger aufbringen. Der soll, ist jetzt auch da. Das heißt, das tun wir auch direkt. Dann können wir auch mit dem nächsten Trecker direkt noch arbeiten. Wir haben ja drei Stück. Während der da oben auf die Reparatur wartet. Na, nun gut. Vielleicht ist es sinniger, die ab einem bestimmten Zustand lieber zu verkaufen, als die immer zu reparieren. Weil der fährt jetzt zwar wieder, aber man sieht, der macht es nicht mehr lange. Ich glaube, ich werde den gleich mal gucken, was ich im Verkauf dafür bekomme und ob ich das lohnt. Und dann kaufen wir uns einfach einen neuen. Problem ist, ich brauche eigentlich auch noch einen Mähdrescher. Weil ohne Mähdrescher bringt mir hier oben die Lupine und das Weizenfeld nichts. Und der ist teuer. Ah, wir kriegen einen günstig gebraucht. Ja, wunderbar. In bad condition. Ne, das machen wir nicht. Das bringt uns nichts, weil dann ist der auch ganz schnell kaputt, wenn wir Pech haben. Ich bin gerade um drüber nachdenken, da wir jetzt nicht die Kohle dafür haben, dass wir uns das einfach mal sparen und statt Weizen, Gras und Lupine oben einfach alles auf Gras setzen. Vorerst. Und sobald wir uns dann den Mähdrescher leisten können, werden wir auch auf Weizen und Lupine umsteigen. Macht irgendwie mehr Sinn. So. Dann bestellen wir uns hier schon mal die Apfelbäumchen. So. Das hier oben können wir umgraben. Na, das ist auch nicht mehr so ein bester Kunde. Ach Gott. Also ich finde, der Zustand der Fahrzeuge verschlechtert sich zu schnell noch. Ihr seht, der hat jetzt nur gut nochmal von dem, was er eben hatte, nochmal gut die Hälfte verloren. Dafür, dass er jetzt ein Feld beackert hat. Naja. Wir gucken jetzt mal, was wir im Verkauf für den Trecker noch bekommen würden. Und ob sich das lohnt. So, wir warten, bis er geparkt ist. Wunderbar. So. Jetzt gehen wir mal auf Sell. 17.000. Ich glaube, neu kosten die Teile 45. Dann, komm, wir machen es einfach. Weil wenn wir den reparieren lassen, dann kommt immer nur ganz kleines Stück drauf. Und zwei Felder später liegt der schon wieder da ins kaputt. Das bringt uns nichts. So, ein neuer muss her. Oh, das muss schon gewässert werden hier. Wir kaufen es erstmal den Grassamen. Hier muss noch, oder machen wir hier auch direkt, bevor ich jetzt anfange, das Feld zu düngen, kaufen uns hier auch direkt den Grassamen für. Und dann soll der in der Zwischenzeit schon mal anfangen mit dem Düngen. So. Das muss auch gewässert werden, aber hier haben, ja, unsere Apfelbäumchen sind schon da, die wir bestellt haben. Wunderbar, das können wir nur per Hand machen. Ah komm, können wir uns trauen. Alle Mann drauf, umso schneller geht's. Zwei Mann sind es eh am Trecker fahren, alles gut. Der Rest ist bei den Tierchen.